Habe die Ehre. Es ist Mittwochabend. Mein Name ist Daniel Mulitz und herzlich willkommen zurück zu Double Jump, deinem werktäglichen Game News Podcast. Auf Double Jump präsentiere ich dir werktäglich Montag bis Freitag um normalerweise 7 Uhr früh die wichtigsten und interessantesten Game News des Tages. Bevor wir in die heutige News-Zusammenfassung starten, eine kurze Ankündigung in eigenem Interesse, weil aktuell, bedingt vom Job, muss ich die tägliche Veröffentlichung von Double Jump auf abends verschieben, bis ich bekannt gebe, dass die Folgen wieder morgens um 7 Uhr früh erscheinen, erscheinen alle Episoden in näherer Zukunft bis auf weiteres immer abends. Danke für dein Verständnis und damit hüpfen wir jetzt gleich in die News. Heute haben wir überraschend viele Stories zu bereden, nämlich Xbox teased eine Zusammenarbeit mit Michael Jordan an, wird das ein neues Game? Jetzt ist bekannt, für wie viel Geld Sony Insomniac Games letzten Herbst aufgekauft hat. Hololive ist zu Animal Crossing das, was Temtem zu Pokémon ist. Nintendo bringt nächste Woche neue Super Nintendo und neue Nintendo Entertainment System Games auf Nintendo Switch Online heraus. PUBG Corporation hat das Global Series Einstandsevent in Berlin verschoben. People Can Fly haben ihr Next-Gen-Game Outriders angekündigt. Einer der Pokémon Schwert- und Schild-Leaker wurde bereits gefunden und von Nintendo jetzt öffentlich denunziert. Und Pokémon Home ist seit heute Nacht für alle Geräte verfügbar. Wenn du mit den wichtigsten und interessantesten Game-News des Tages Montag bis Freitag automatisch in deiner Podcast-App informiert werden willst, dann abonniere Double Jump jetzt auf Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube oder generell jeder Podcast-App deiner Wahl, nämlich Double Jump ist sprichwörtlich überall verfügbar. Und wenn dir die Sendung gefällt, bewerte Double Jump dann bitte positiv auf Apple Podcasts und wenn es dir nicht gefällt, dann bitte negativ, weil mit jeder Bewertung hilfst du dem Apple-Algorithmus dabei, den Podcast neuen Zuhörern vorzuschlagen. Steigen wir ein in die heutige Folge mit Xbox und Michael Jordan. Xbox hat nämlich gestern Abend auf Twitter einen 6 Sekunden Teaser-Clip veröffentlicht, mit dem sie anhand der Logos von Xbox und Michael Jordan eine gemeinsame Zusammenarbeit anteasen. Und das machen sie mit dem Text Get ready to redefine the game, also macht euch bereit, das Game neu zu definieren. Aber da frage ich mich nun, welches Game definiert ihr gemeinsam neu? Weil Michael Jordans Marke ist hauptsächlich bekannt für die Schuhe, die sie mit Nike produzieren. 2018 hatten Nike, Jordan und Xbox bereits eine Special Edition Kampagne geführt, in der Microsoft Xbox One X Konsolen hergestellt hat, die wie die neuen Air Jordan 3 aussahen. Und Nike hat Air Jordan Ones im farblichen Stil der Xbox und mit Xbox Logo hergestellt. Am coolsten wäre ja ein neues Basketball-Game für Xbox, welches von Michael Jordan als Marke getragen wird, aber am wahrscheinlichsten wird's eine ähnliche Kampagne wie die von 2018. Bist du ein Sneakerhead und würdest du dir neue Xbox Air Jordan Schuhe kaufen? Lass es mich in den Instagram-Kommentaren zur heutigen Episode wissen. Und wisst ihr noch, letztes Jahr, noch bevor der ersten News-Folge von Double Jump, hat Sony während der Gamescom Opening Night Live aus dem Mir nichts, dir nichts heraus angekündigt, dass sie Insomniac Games kaufen. Im Endeffekt war Insomniac bis dahin eh schon gute 20 Jahre lang fast ausschließlich ein Second-Party-Entwickler für PlayStation, denn mit Games wie Spyro the Dragon und der Ratchet & Clank-Serie waren sie fast ausschließlich nur auf der PlayStation vertreten. Ihr letztes Game war auch das PlayStation 4 exklusive Spider-Man. Jetzt im aktuellsten Finanzbericht an die amerikanische Regierung hat Sony angemerkt, dass sie Insomniac für umgerechnet fast 210 Millionen Euro gekauft haben. Damit ist Insomniac jetzt offiziell Teil von Sonys PlayStation Worldwide Studios und arbeitet als First-Party-Studio nur noch ausschließlich an Games für PlayStation. 210 Millionen Euro, das sind durchwegs eine gewaltige Summe, aber bei den Games, die Insomniac macht und vor allem bei deren Verkäufen, da wird es sich sicher schneller lohnen, als wir es uns erwarten. Und ich finde es auch interessant, dass Indie-Devs nun immer mehr Inspiration von Nintendo nehmen, nämlich Hololive ist wohl zu Animal Crossing, was Temtem zu Pokémon ist.
Hololive ist ein neu angekündigtes Indie-Game, welches als Live-Sim im Gameplay und optisch echt krass von Animal Crossing inspiriert ist. Zu Hololive wurde gestern der erste Trailer veröffentlicht und ehrlich, auf dem ersten Blick dachte ich, dass ich da Animal Crossing vor mir sehe. Im Gegensatz zu Animal Crossing soll sich Hololive aber weitaus mehr auf den kreativen Aspekt der Games fokussieren. Dazu soll es Workshop-Editoren und Malwerkzeuge geben, die dabei helfen, zum Beispiel Häuser und Kleidung ins kleinste Detail zu individualisieren. Das Game wird vorerst nur für PC erscheinen und wird dieses Jahr noch im Early Access Programm auf Steam veröffentlicht. 2021 soll die volle Version veröffentlicht werden und ich schaue es mir bereits dieses Jahr im Early Access an. Und du? Nintendo hat heute Nacht angekündigt, dass ab dem 19. Februar wieder 4 neue Games für NES und SNES zu Nintendo Switch Online hinzugefügt werden. Für Super Nintendo die Games Pop'n'Bee Twin'Bee und Smash Tennis und für das Nintendo Entertainment System Shadow of the Ninja und Eliminator Boat Duel. Für mich persönlich sieht nur Eliminator Boat Duel wirklich interessant aus. Ich mag Tennis-Games sehr, daher habe ich mit Smash Tennis sicher meinen Spaß, aber das Game sieht nicht so aus, als wäre da wirklich was Aufregendes dran. Eliminator Boat Duel, das ist ein Top-Down-Racer mit Motorbooten, ursprünglich bereits 1991 erschienen und sieht sehr danach aus, als wäre es eine Inspiration für Wave Race auf dem Game Boy gewesen. Werdet ihr alle Games ausprobieren? Die Konsequenzen des Coronavirus auf die Games-Branche werden auch immer größer. Für April war das erste Event der PUBG Global Series angedacht, mit dem Kickoff in Berlin, aber so wie das Coronavirus weiter in Asien wütet und dementsprechend Einschränkungen auf Teilnehmer und die Organisation hat, hat die PUBG Corporation jetzt angekündigt, das Global Series Event in Berlin komplett zu verschieben. Für das Event sind auch regionale Qualifikationsspiele geplant, aber diese werden wahrscheinlich genauso verschoben. Generell will die PUBG Corporation einen Ersatztermin finden, aber wann, das ist noch die große Frage. Nur, wenn das erste Event bereits ohne neuem Datum verschoben wird, was passiert mit den anderen Global Series Events? Werden diese auch ohne neuen Termin verschoben? Oder finden die wie geplant statt? Dazu hat sich die PUBG Corporation bislang noch nicht geäußert. Aber lasst uns damit wieder den Fokus der Sendung in eine positivere Richtung lenken. Denn People Can Fly, welche für Bulletstorm berühmt sind, haben gestern ihr neues Game enthüllt, Outriders. Ein Ego-Shooter mit Rollenspielmechaniken, ähnlich dem Konzept von Borderlands. Das Game haben sie über einen ersten Gameplay-Trailer enthüllt und damit auch gleich angekündigt, dass das Game für PlayStation 5, Xbox Series X, PS4, Xbox One und PC veröffentlicht wird. Also komplett Cross-Generation damit. Und ganz ehrlich, im Trailer merkt man das dem Game auch an, weil optisch ist der Trailer weit von dem Wow-Effekt entfernt, den zum Beispiel Hellblade 2 auf uns hatte. Publisher von Outriders ist Square Enix. Näheres zum Game werden wir dann morgen erfahren. Denn morgen um 21 Uhr werden der Game Director und der Lead Writer des Spiels das Game genauer auf dem Twitch-Kanal von Square Enix zeigen. Letztes Jahr, noch vor dem Release von Pokémon Schwert und Schild, habe ich jedes Mal, wenn wir eine Pokémon Schwert und Schild News zu bereden hatten, bewusst jegliche Leaks, die bereits online verfügbar waren, komplett vermieden. Aus einem ganz einfachen Grund. Denn durch mein Mitverfolgen von Game News weiß ich, dass Nintendo nicht lange fackelt, wie wir es jetzt zum Beispiel im neuesten Beispiel mit dem Hacker mitbekommen haben, dem jetzt bis zu 25 Jahre Knast androhen. Zu Pokémon Schwert und Schild wurde bis zum Release letzten November nämlich so krass geleakt, dass es schon am wahrscheinlichsten schien, dass jemand, der das Game spielt, diese Leaks durchführt. Wie wir zuletzt in der Folge vom 17. Dezember letzten Jahres auch darüber geredet haben, Nintendo hat, um Untersuchungen durchzukriegen, unter anderem sogar Discord verklagt, damit Firmen wie Discord alle zur Rückverfolgung nötigen Daten an Nintendo herausrücken. Und im Rahmen der Untersuchungen, da hat sich dann herausgestellt, die Vermutung lag richtig. Nintendo hat herausgefunden, wer der Leaker war und mit welchem Magazin er zusammengearbeitet hat. Der Leaker war ein freier Journalist in Portugal, der mit dem portugiesischen Online-Magazin F-Nintendo zusammengearbeitet hat. Nintendo hat da kurzen Prozess gemacht. F-Nintendo bekommt keine Testmuster mehr und F-Nintendos freier Mitarbeiter ist jetzt ein ehemaliger freier Mitarbeiter. F-Nintendo hat nach dem Entlassen des Mitarbeiters natürlich das Mindeste gemacht, was sie tun konnten: sich öffentlich bei Nintendo zu entschuldigen. In der Chefredaktion
Aktion von F-Nintendo muss das ja extra schmerzen, denn laut F-Nintendo hatten sie mit Nintendo Portugal bereits seit 11 Jahren eine sehr gute Geschäftsbeziehung, die damit jetzt aber vorüber ist. Ich bin ja gespannt, wie sich das global auf Magazine und Creator wie mich auswirkt, denn ich zum Beispiel würde schon sehr gerne dieses Jahr Testmuster mancher Nintendo Games reviewen. Und in der letzten News der heutigen Episode, Nintendo und The Pokémon Company haben über Nacht bekannt gegeben, dass Pokémon Home jetzt live ist. Pokémon Home ist seit heute Nacht für Nintendo Switch, Android und iPhones zum kostenfreien Download verfügbar. Pokémon Home, das ist der Nachfolger zu Pokémon Bank und als Cloud-Speicher direkt bei der Pokémon Company kannst du damit ab jetzt Pokémon zwischen verschiedenen Game-Generationen übertragen. Von Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli nur zu Schwert und Schild, nicht in die andere Richtung zurück, aber bei Pokémon Schwert und Schild, da ist es auch ganz egal, von welcher der beiden Versionen das jeweilige Pokémon getauscht wird. Du kannst auch aus den Nintendo 3DS und noch älteren Games Pokémon transferieren, indem du deine Pokémon Bank mit Pokémon Home verbindest. In Zukunft wird auch noch das iPhone und Android Game Pokémon Go unterstützt, aber ab wann genau, das steht noch nicht fest. Wenn ihr euch die App ansehen wollt, bevor ihr sie herunterladet, der deutsche YouTuber Game Mansion hat eine Videotour aufgenommen, indem er für uns einfach mal die Funktionen der aktiv offenen App durchgeht. Wenn ihr jetzt aber neugierig seid, wie Pokémon Home im Detail funktioniert, dann schau am besten in die Episodenbeschreibung in deinem Podcast-Player oder in den Shownotes auf www.doublejump.at. Denn dort habe ich dir ältere Double Jump Episoden und weitere Quellen verlinkt, mit denen du dir alles, was es zu Pokémon Home zu wissen gibt, im Detail anschauen kannst. Alle Links zu den heutigen News Stories findest du in der Episodenbeschreibung in deinem Podcast Player oder in den Shownotes auf www.doublejump.at. Und jetzt bist wieder du an der Reihe. Wie immer bin ich auch heute wieder irrsinnig neugierig auf deine Meinung. Erzähl mir, was du von den heutigen News Stories hältst, in einem Kommentar auf Apple Podcasts oder auf Instagram. Auf Instagram, da findest du Double Jump unter doublejump.at. Alles als ein Wort zusammengeschrieben. Aber Apple Podcasts wie auch Instagram findest du beides ebenfalls verlinkt in der Episodenbeschreibung in deinem Podcast Player und in den Shownotes. Auf Instagram, da beantworte ich dir jedes Kommentar persönlich und das interessanteste Kommentar des Tages, das beantworte ich dann innerhalb der nächsten Podcast-Episode in der Sektion Kommentar des Tages. Meine Damen und Herren, das war's dann von mir für heute. Bevor wir jetzt die Episode beenden, wenn dir die heutigen News gefallen haben, dann bewerte Double Jump bitte positiv auf Apple Podcasts. Und wenn's dir nicht gefallen hat, dann bitte negativ. Denn mit deiner Bewertung hilfst du der Show dabei, dass neue Zuhörer diese durch den Apple-Algorithmus finden oder dass der Podcast ihnen versteckt wird. Na dann, meine Damen und Herren, mein Name ist Daniel Mulitz. Das war Double Jump, dein werktäglicher Game News Podcast. Und wir hören uns wieder morgen Abend. Habe die Ehre!